Willkommen! Herzlich willkommen! Curious Expedition 2, die neugierige Expedition Teil 2. Ein Nachfolger bereits, ein Indie-Spiel aus Berlin und ein Indie-Entwickler aus Berlin. Hallo und liebe Grüße! Liebe Grüße Richtung Johannes Christmann. Schön. Auch liebe Grüße aus Berlin und aus meinem Wohnzimmer, ja genau. Einer der Gründer von Maschinenmensch, so heißt euer Team. Zusammen mit dem Ria Gemeli hast du das gegründet. Du bist auch der Art Director von Curious Expedition 2. Ist auch interessant, weil der Grafikstil sich ein bisschen im Vergleich zum Vorgänger verändert hat. Mittlerweile ein großes, relativ großes Team. Also mit dem Erfolg seid ihr auch gewachsen. Habt Leute eingestellt aus verschiedenen Herrenländern und mit verschiedenen Sprachen. Seid ein internationales Team, das sich auf Englisch verständigt. Habt ein Publikum in der ganzen großen, weiten Welt. Spiel mit vielen verschiedenen, viele verschiedene Sprachen übersetzt. Hat auch Auszeichnungen bekommen. Wenn du den Leuten erklären magst, in ein, zwei Sätzchen, wirst du doch sicher oft gefragt, was das für eine Art von Spiel ist, was antwortest du dann? Kuriose Expedition ist ein Spiel, bei dem man Expeditionen bisher der westlichen Welt unbekannte Territorien der Welt unternimmt, um dort Ruhm und Reichtum zu erlangen, sehr oft aber zwischen den Klauen einer Riesenkrabbe endet. Also letzten Endes, ich denke immer, es ist sehr stark angelehnt an diese alten Schinken, die man gerne mal früher geguckt hat, wo am Anfang immer so Technicolor steht. So Reise zum Mittelpunkt der Erde oder vergleichbare Dinge. Jules Verne schwingt sehr stark mit. Also so Abenteuer, Indiana Jones auch ein bisschen. Und so diese Fantasie von den Entdeckungsreisen von 80 Tagen um die Welt, wo man das Gefühl hatte, es gibt noch irgendwo auf der Erde versteckt so einen Kessel aus Felsen und in diesem drin ist dann so ein Tal, wo so alte urzeitliche Bäume noch wachsen und man hört so in der Ferne das Geschrei von Dinosauriern, die sich gerade gegenseitig fressen. Diese Atmosphäre habt ihr tatsächlich gut eingefangen. Wir legen mal ein bisschen los, spielen ein wenig, dann erlebt ihr das selber. Und wir starten mit einem neuen Spiel. Mit dem neuen Direktor-Modus, den wollen wir euch mal vorstellen. Genau, da kann ich kurz das gerne erklären, wenn du möchtest. Also Curious Expedition 2, also der erste Teil, falls ihr den kennt, der war noch ein bisschen klassischer als Roguelite angelehnt. Sprich, da gab es eigentlich keine Story, sondern man spielte 6 Expeditionen und danach gab es ein Ende und dann war fertig. Beim zweiten Teil haben wir jetzt eine Kampagne eingebaut. Sprich, man spielt zwar immer noch prozedural generierte Level, also die jedes Mal zufällig sind, aber es gibt dann immer wieder so eine Punkte im Spielerlebnis, zu denen man eine Geschichte, wirklich eine geschriebene Geschichte erlebt. Und zwar ist es die Geschichte von Victoria Malin. Das ist die Frau mit dem Augenkläppchen hier links neben dem Lagerfeuer, die wir gerade auf dem Bildschirm auch sehen können. Die hat wirklich so einen Anfang und ein Ende und es war eine richtige Geschichte, die wir erzählen wollten. Und das hat sehr gut funktioniert und wir wollten aber dann nochmal sozusagen, nachdem wir schon damit fertig waren, nochmal nachlegen, einen Modus, dass man das Spiel auch so mehr so spielen kann wie den ersten Teil, auch weil es von der Community viel gefordert wurde, aber wir hatten das auch schon so während der Entwicklung immer wieder gesagt, ah, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir das noch machen würden. Das haben wir dann nicht ganz geschafft zum 1.0 Release, deswegen haben wir es jetzt nachgeliefert in einem kostenfreien Update. Und das ist jetzt der Direktor-Modus. Sprich, man kann im Direktor-Modus ohne einen eigentlichen sozusagen narratives Konstrukt, ohne eine Geschichte, einfach nur das Spiel erleben, mechanisch und versuchen, in so einer Art Highscore, versuchen, einen Highscore zu erreichen. Wir versammelten die fähigsten Entdecker von Paris. WB gehört zwar so oder nicht dazu. Sehen uns jeden genau an, wer würde meine neue rechte Hand werden? Frage von eben, auf die mir niemand antworten konnte, weil ich nicht mitbekommen hatte, dass ich allein auf der Welt bin. Sind die zufällig generiert, Johannes, bei Partiestart? Also die Klassen und die Fähigkeiten nicht, aber das Aussehen schon. Also man kann auch, leider hast du jetzt bei dem noch nicht so viel freigeschalten. Das heißt, wir haben jetzt nur diese beiden Startcharaktere zur Verfügung, eine Anthropologin und ein Großwildjäger. Wenn du jetzt einen von den beiden auswählst, dann hast du die, das ist ähnlich zum ersten Teil. Also ist eigentlich identisch zum ersten Teil, außer dass es jetzt keine berühmten Persönlichkeiten mehr aus der Zeitgeschichte sind. Aber du hast jetzt sozusagen deine Anthropologin und du hast zwei
Gruppenmitglieder. Und die Klassen von denen, die sind fest. Also das haben wir so vorgefertigt. Aber wenn du jetzt auf neu generieren gehst, dann kriegst du sozusagen eine leicht andere Generierung von diesen Figuren. Aber die bleiben, die Fähigkeiten bleiben identisch. Eleanor Cousteau. Cousteau-Film habe ich so gerne als Kind gesehen. Eine Forscherin indigener Kulturen, die anthropologische Studien uns verfassen lässt, damit wir noch mehr Ruhm generieren. Ruhm ist die Währung hier im Spiel. Je ruhmreicher wir sind, desto erfolgreicher. Ich will aber siehst du mal, das erinnert mich daran, dass ich jetzt auch nochmal... Ich kann mal direkt mitschreiben hier, wenn wir hier spielen. Weil es wäre nämlich cool, wenn wir Cheatcodes hätten. Dann könnten wir jetzt nämlich einfach heimlich die anderen Figuren freischalten. Das wäre sehr cool. Ein bisschen mehr Auswahl. Ich würde den Leuten gerne eine Großwildjägerin präsentieren. Jobina Perry, eine achtgesottene Trophäenjägerin, Expertin im Erlegen gefährlicher Tiere und anderer Bedrohungen der Wildnis. Auch von Bettwanzen übrigens, will ich bei der Gelegenheit ausdrücklich hinweisen. Wir spielen mit Jobina Perry. Starten einmal die Partie. Unsere Heldin jubelt mit emporgestreckten Fäusten. Nach den turbulenten Ereignissen des Jahres 1900. Du hast ja wirklich ein Buch, bei dem du live alles mitschreibst. Können dir die Leute im Chat auf Twitch auch irgendwelche Sachen zurufen, die danach in dein Buch notierst? Wenn es notierungswürdig ist, mache ich das sehr gerne, ja. Ich glaube, jeder Einzelne, die irgendwas im Chat postet, ist der festen Überzeugung, dass es notierenswert ist, Johannes. Davon bin ich überzeugt, vor allem bei deinem Chat, der ist ja qualitativ sehr hochwertig. Das ist tatsächlich mache ich das sehr häufig, dass ich einfach mir Streams oder YouTube-Videos vom Spiel angucke und dann setze ich mich hin mit einem Notizblock und dann schreibe ich einfach mit, was ich so sehe, weil innerhalb von 10 Minuten sehe ich mindestens 35 Sachen, wo ich das Gefühl habe, das könnte man nochmal besser machen. Danach habe ich eine ewig lange Liste und dann kann ich mich 3 Tage hinsetzen und arbeiten. Da bin ich gespannt, wie lange deine Liste heute wird. Hoffentlich nicht zu lange. Die neue Direktorin der Weltausstellung ist tätig. Ihre Aufgabe, jener Organisation zu Ruhm und Ansehen zu verhelfen, die sich der Erkundung der seltsamen Inseln verschrieben hat. Welche Insel besuchen wir als erste? Die Dschungelinsel, das Archipel, die Urzeitinsel. Ich will die Urzeitinsel. Auf jeden Fall, denn du hattest eben mit dem Mund wässrig gemacht von Dinosauriern, die irgendwo gegeneinander kämpfen. Die nehmen wir. Unser Ziel, wir müssen die goldene Pyramide finden. Wir haben Gerüchte gehört. Gerüchte über eine Pyramide aus purem Gold. Eine derartige Entdeckung wäre außerordentlich ruhmreich. Tuschel, tuschel, wisper, wisper. Belohnungen, die wir bekommen könnten, sind 40 irgendwas und 6 irgendwas anderes. Ruhmpunkte, Spielkarten, Ordensmedaillen, irgendwas, womit wir uns schmücken können. Eintrittskarten für die Weltausstellung in Paris tatsächlich. Okay. Das ist unsere Währung im Hub. Jetzt brauchen wir nur einen Sponsor. Ist das Andy Scheuer? Der sponsort eure Spiele, oder? Wie ist das nochmal in der Games-Branche? Der Herr Scheuer, BMVI hat tatsächlich das jetzt mitgefördert, soweit ich weiß. Ja, ich glaube schon. Und ihr habt als Dankeschön Andy Scheuer als spielbaren Charakter auch eingeführt im Spiel. Wurde mir zugetragen, Gerücht oder? Nein, das ist Edison. Das ist Eddiebot. Okay. Also ganz kurz zu den 3 Fraktionen, die man hier auswählen kann. Du hast jetzt hier Lux Labs. Das sind die Amerikaner, das wird angeführt von Edison, Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne. Und er hat hier diesen Roboter nach seinem Abbild bauen lassen. Manchmal spricht er durch diesen Roboter wie durch ein Telefon mit dir, aber oft ist dieser Roboter auch autark unterwegs und hat so eine Art künstliche Intelligenz. Und diese Clubs, diese 3, die anderen ist der, wenn du mal nach rechts klickst jetzt, dann kommt dann der andere, das ist der Taishi, das ist ein asiatischer Club. Die sind sozusagen im ersten Teil, wenn man den kennt, da hat man immer für diese typische englischen Royal-Typen, diesen Mann im Morgenmantel, der da in dieser Bibliothek saß, die Expedition gemacht. Dieses Mal kann man sich das aussuchen. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, die einen sozusagen als freischaffenden Abenteurer zu diesen Inseln schicken, um dort für sie zu explorieren und
wenn man das macht, und deswegen sieht man auch unter dem Bild diesen Rang und diesen Balken, der jetzt bei dir noch ganz leer ist, der füllt sich dann und dann schaltet man halt eben besondere Ausrüstungsgegenstände, Charaktere oder andere Dinge frei, auch über sozusagen verschiedene Sessions des Spiels hinweg. Also da brechen wir sozusagen mit dieser ganz krassen Roguelike-Formel, die man dann, diese Gegenstände und Sachen kann man dann halt eben nehmen und dann, die sind so ein bisschen um die Clubs herum geformt. Das ist ein neuer Aspekt im zweiten Teil. Oder die Royal Avalon Gesellschaft und eine Dame mit sehr, sehr weißen Gesichtszügen und einer edlen Federboa. Das ist die dritte Möglichkeit. Hier kehren wir wieder zurück. Ich würde, glaube ich, ganz gerne mal mit einer Altersgenossin spielen. Ich glaube, sie könnte mir vom Alter her durchaus ähneln. Also wie ich knapp über 30 sein. Das machen wir dann. Wir spielen mal mit ihr, mit der Royal Avalon Gesellschaft. Also wenn man vor dem Direktor-Modus, worauf wir ja auch hinweisen im Spiel, da kam kurz das Bild, dass man das eigentlich machen sollte, die Kampagne auch mal zumindest angespielt hat, dann erfährt man auch noch mal mehr über diese Clubs und über den Hintergrund und so. Wir begeben uns zur Bar. Es ist eine Tradition, die Nacht vor der Abreise einer Expedition gebührend zu feiern. Genau. An diesem Abend trat eine Frau zögerlich auf mich zu, in deren Augen sich Abenteuerlust spiegelte. Sie hatte von meinen Heldentaten gehört und war daran interessiert, sich meiner Expedition anzuschließen. Sie erschien mir fähig genug, doch brauchte ich wirklich eine weitere Person in meiner Gruppe? Wollen wir wirklich Anahit Hagopian rekrutieren? Eine Übersetzerin, hilfreich, damit wir mit den Menschen vor Ort, mit den Einheimischen gescheit kommunizieren können. Und hat als Bonus, dass wir mehr geistige Gesundheit bekommen, wenn wir in einem Dorf rasten. Geistige Gesundheit ist die Ressource im Spiel, die maßgeblich dafür entscheidend ist, wie gut man vorankommt, wie lange man durchhält, bis man irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nach Hause zurück. Wir packen Sack und Pack und Eroberungen und Güter ein und kehren zurück. Die könnten wir nehmen. Nicht unbedingt die fähigste Kämpferin, solche Leute könnte man auch generieren, aber ich nehme gerne Anahit Hagopian mit. Nein, schon deshalb, weil meine Kenntnisse von fremdländischen Sprachen eine begrenzte ist. Wir heißen Sie gerne willkommen. Ich war mir sicher, dass Ihre Fähigkeiten sich auf meiner nächsten Reihe als äußerst nützlich erweisen würden. Und wir starten. Hinein ins Abenteuer. Auf geht's! Im neuen Direktor-Modus. Hier wird erklärt, wie die geistige Gesundheit funktioniert. Unser Schiff erreicht sein Ziel. Wir treffen auf ein kleines Versorgungsschiff. Ich bin dankbar, dass mein Geldgeber, die Royal Avalon Gesellschaft, uns unterstützt. Mit Kapital und mit Ausrüstung. Mal gucken, was wir bekommen können. Du bist zuständig fürs Artwork, für die Grafik. Du bist der Art Director. Gab es ein künstlerisches Vorbild für dein Spiel? Und wehe, du sagst jetzt, es war mein Papa. Dann bekomme ich Tränen der Rührung in meine Augen. Ja, also erstmal muss ich sagen, ja, ich bin Art Director, aber sozusagen die Grafik hat ein Künstler gemacht, der mit uns zusammenarbeitet. Und zwar ist das Garen Ewing, das ist ein britischer Comiczeichner und Illustrator, der diese fantastischen Sachen, also eigentlich nichts von mir, ich habe immer nur ganz schlimme, ganz schlechte Skizzen gemacht für Sachen, die ich dann wollte. Naja, also die Inspiration für den Grafikstil ist eigentlich genau die gleiche wie beim ersten Teil. Und zwar nennt man das die Linie Claire. Das ist eine Zeichnungart oder eine Art, wie sagt man da im Deutschen? Eine Kunstrichtung, die durch Hergé gebildet wurde. Das ist der Zeichner von Tim und Struppi oder Tintin. Und das war sowohl beim ersten Teil schon die Inspiration, wobei da es natürlich dann sozusagen durch das Pixel Art so ein bisschen gefiltert wurde. Und dieses Mal lehnen wir uns da doch deutlich stärker an. Also wenn jemand gerne so Tim und Struppi Comics in seiner Jugend gelesen hat oder auch Blake und Mortimer oder vergleichbare andere franco-belgische Comics, fühlt man sich hier wahrscheinlich gleich zu Hause. Wir kaufen ein kleines Stückchen Ausrüstung dazu und schauen mal, was wir bekommen. Und da geht es erstmal, dass wir mit Gold, mit Geld 82 haben wir, diese Dinge ja unter anderem einkaufen können. Unten wird als Ziel auch angewiesen, worum es geht. Wir besuchen eine Urzeitinsel in dieser Mini-Mission. Da kommen mehrere Missionen hintereinander. Und wir müssen doch die goldene Pyramide finden. Die gibt uns extra Belohnungen, extra Punkte für diese Mission. Wir können auch ohne Pyramide zurückkehren. Wir sollten aber, es wäre besser, wir würden sie finden.
Links haben wir das, was bereits in unserem Besitz ist, ein Jagdmesser. Das hat Jubüner Perry mitgebracht, der bei uns mitmacht. Ein scharfes Messer, mit dem Tiere gehäutet werden. Und ich füge meinen Klammern hinzu, im Notfall auch noch der eine oder andere Fremde, den wir begegnen und der uns wiederum ans Leder will. Dann haben wir auf der anderen Seite hier Kletterausrüstung. Dadurch kommen wir durch bestimmte Gebiete schneller voran. Hilft uns, geistige Gesundheitskosten zu sparen in solchem Terrain. Schokolade. Ich finde die zentrale, wenn nicht gar die emblematische Ressource für euer Spiel. Wenn ich bei euch an irgendwas denke, bei anderen Spielen denke ich an Holz, an Stein, an Nahrung, an irgendwas bei euch, an Schokolade, Johannes. Ja, das freut mich, dass du diese Verknüpfung machst. Ich finde das gut auch. Ja. Eine Tafel qualitativ hochwertiger Schokolade für uns. Geistige Gesundheit bekämen wir ganz viel. Da können wir eine Karte bekommen. Überlagert Moschusduft, überlagert vorübergehend deinen eigenen Körpergeruch, um dich an Wildtieren vorbeizuschleichen oder sie überraschend angreifen zu können. Auf der Karte begegnen wir auch wilden Bestien, solchen auf vier Beinen. Wir selber sind ja die auf zwei Beinen, können uns dann mit ihnen besser begegnen. Sanitätskasten, mit denen wir unsere Wunden heilen können, falls wir Probleme hatten beim Kampf. Wir können Whisky mitnehmen, der notfalls unsere geistige Gesundheit zu heben weiß. Fackeln helfen, wenn wir zum Beispiel in Höhlen reinkommen und dann vielleicht die Möglichkeit haben, eine Fackel zu entzünden, um nicht irgendwo reinzufallen und zu stolpern. Und vielleicht kann man sogar einen Schatz finden, wenn wir eine Schaufel mit uns führen. 82 haben wir. Wir könnten auch tauschen, wir können auch Geld einsetzen und wir gucken mal. Also Schokolade immer. Schokolade muss sein. Das kostet leider einiges und schwindet das Gold. Ich würde gerne eine Fackel mitnehmen, damit wir bei bestimmten Missionen mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Ja, gute Idee auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich persönlich verlasse... Das ist auch gar nicht dein Geld. Das ist das Gute, kannst du durch alles ausgeben. Na dann. Das ist sozusagen ein Budget, was du von deinem Auftraggeber gestellt bekommst. Also, wen haben wir jetzt gewählt? Avalon? Ja, genau. Die geben dir das Budget von 82 Gold für diese Expedition. Ich gebe auch zu, das ist bei mir im Spiel nicht anders als im Real Life. Ich gebe viel lieber das Geld anderer aus als mein eigenes. Ja, ist doch super, habe ich mir auch gedacht. Ja, wir nehmen den Sanitätskasten noch mit, das kann nicht schaden. Und wir nehmen noch mit, noch mehr Schokolade mit. Und die Schaufel für den Schatz lasse ich mal mit. Wir pokern mal die Kletterausrüstung. Wir nehmen alles mit, wir hauen alles raus. Können wir das Geld auch benutzen vor Ort oder müssen wir dann tauschen? Können wir das Geld auch vor Ort? In Solana sind nicht interessiert an Bling Bling. Wir sind nur an wichtigen Dingen interessiert. Gib ruhig alles aus. Außerdem. Die Auswahl jetzt bei der ersten Expedition ist relativ beschränkt, ne? Es sind relativ wenig Gegenstände, das wächst dann auch. Mit jeder Expedition machen wir dann ein größeres Inventar bei diesem Händler. Und dann kommen auch die freigeschalteten Gegenstände dazu und so. Das ist so unser Versuch, die Spielerin so ein bisschen ins Spiel rein zu geleiten. So, gekauft haben wir Schlupflagerraum, wollen wir was zurücklassen? Nee. Wir hoffen mal, dass wir alles mitnehmen können. Und starten unsere Expedition, Johannes. Bist du startklar, Johannes? Immer. Ich auch. Auf geht's. Ich hoffe, auch der Chat auf Twitch ist startklar. Neue Abenteuer. Wir brauchen übrigens noch als zusätzlichen Begleiter einen Praktikanten. Wenn sich einer im Chat melden kann, wir nehmen gerne noch einen Praktikanten oder eine Praktikantin mit. Bitte im Chat melden. Ein Praktikant bitte noch. Uralte Legenden berichten von einem großen goldenen Tempel, der sich angeblich auf der Insel vor uns befände. Eine uralte, massive Struktur aus purem Gold. So wurde ich übrigens im Real Life auch schon bezeichnet, schon in jungen Jahren, als eine uralte, massive Struktur. Wir gehen einmal rein, müssen ein legendäres Gebäude finden und den Ruhm unseres Sponsors erhöhen. Hier starten wir, Leute, guckt mal. Jetzt sind wir da. Und sind da. Geistige Gesundheit bei 100. Der Kompass zeigt uns die Richtung an zum Ziel. So ungefähr. Der Kompass ist hier unten. Schaut mal, es geht ungefähr Richtung. Sitze ich davor, ihr könnt sehen. Irgendwo hier unten ist eventuell das Ziel. Die Karte ist unauffällig unterteilt in Hexfelder. Sonst würde ich es auch nicht spielen. Entschuldige, dass ich das offen sage, aber ich bin vernacht in Hexfelder. Ich spiele fast nie Spiele, wo es keine Hexfelder gibt. Ich bin so froh, dass ich euer Spiel spielen kann. Es hat Hexfelder. Wir haben vier Leute dabei. Das sind die vier Herren und Damen auf der linken Seite. Unsere Ausrüstung oben zu sehen, unsere geistige Gesundheit rechts oben, Ziele unten. Tag Nummer 1 unserer Expedition. Und die verschiedenen Geländefelder, Johannes, haben unterschiedlich viele Bewegungskosten, sprich geistige Gesundheitskosten. Und wenn man clever spielt, glaube ich, Johannes, ist es sogar klug, wenn man möglichst weit in einem Rutsch spielt,
weil einem das spieltechnisch hilft, geistige Gesundheit einzusparen. Ja, richtig, das hast du dir gut gemerkt aus dem ersten Teil. Weil es gibt sozusagen, man sieht es auch hier rechts über deinem Kopf, wenn du über die Felder rüber gehst, man sieht dann sozusagen die Kosten für das Feld und auch die Grundkosten für Bewegung. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine Bewegung macht, hat man einen gewissen sozusagen Grundkostenbeitrag, der dann fällig wird, ob man jetzt nur einen Schritt oder 35 Schritte macht. Deshalb ist es am effektivsten, eben lange Züge zu machen. Ich habe leider Schaden erlitten, Johannes. Du bist durch Schwefel gelaufen. Ja. Das sind diese gelben Felder, das sind Schwefelsümpfe. Du wolltest ja unbedingt in einer prähistorischen Insel anfangen. Ja, wollte ich. Was, woran ich auch nicht gedacht hatte, mit Teer bedeckt zu sein, negiert diesen Schaden. Das letzte Mal, als ich mit Teer bedeckt war, war, glaube ich, beim Urlaub am Mittelmeer, weil ja die Strände dort in einem sehr natürlichen Zustand sind mittlerweile. Aber ich habe das damals entfernt. Das hätte ich behalten. Oh Gott, was ist denn das hier alles? Ein Biene, ein Wespenschwarm. Oh Gottes Willen, meine Stimme beschlägt sich. Das ist der größte Wespenschwarm aller Zeiten. Was wäre, wenn ich... Die werden jeden Sommer werden sie größer. Das ist ja furchtbar. Wie könnte man die ablenken? Mit Apfelkuchen? Gibt es bis mit Schokolade? Können die mit Schokolade ablenken? Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, hier außen rumzulaufen. Oder halt dann eben die Zähne zusammenbeißen und durch. Im Chat hatten sich mehrere Praktikanten gemeldet. Könnten einen Praktikanten vorschicken, Johannes? Nur wenn er ein rotes T-Shirt anhat. Ja. Ich würde dir aber, spar dir deinen Praktikanten und geh lieber den Weg rechts rum. Wenn es sein muss, dann kannst du dir einen Wegpunkt 6 setzen. Wie mache ich das? Mit Shift? Einfach mal klicken und dann nochmal weiterklicken. Also klickst einmal dahin, wo du, genau. Jetzt reisen wir rum. Ich befürchte, dass mit der roten Badehose, dem roten Shirt, was man nicht tragen sollte, kennen auch viele Leute, viele Trekkies unter uns. Jetzt bin ich auch noch durch Teer gereist, in der falschen Reihenfolge. Ich hätte zuerst durch den Teer reisen sollen und dann durch die Schwefelsümpfe. Alles in der falschen Reihenfolge. Wie schalte ich nun mal die Undo-Funktion frei? Es gibt keine, glaube ich, oder? Ja, da kommt wieder sozusagen ins Spiel, dass man den Direktor-Modus für gewöhnlich spielt, wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat in der Kampagne. Und da wird ja nicht gleich sozusagen die ganzen komplizierten Felder entgegengeworfen, was jetzt natürlich der Fall ist. Aber ist ja auch cool, dann ist ja interessant, dann sieht man gleich so ein bisschen die verrückteren Sachen im Spiel. So, jetzt müssen wir rasten oder durch Wasser hindurch reisen. Wir sind im Schrein. Ich lasse den Teer mal auf meine Haut. Ich bilde mal ein, das ist irgendwas Kosmetisches, was meine Haut hilft, nicht so rasch zu altern. Geistige Gesundheit bei der Hälfte. Wir gehen einmal rein, in den Schrein rein. Ist dann gucken. So eine schwarze, es übergibt dich dann so schwarz rüber, ja. Und das lassen wir einziehen und dann kannst du später abziehen und dann sind so die ganzen Mitesser dran. Da ganz genau. Das Sonnenlicht erleuchtet einen vergessenen Tempel vor meinen Füßen. Das Bauwerk neigt sich leicht zur Seite, ist teilweise im Erdreich versunken. Der Boden erweckt den Eindruck, als könnte sich jederzeit ein klaffender Abgrund vor uns auftun. Das ist, glaube ich, nur... Ach, das bilde ich mir ein. Ich glaube, wir müssen furchtlos rangehen. Als ob jetzt plötzlich ein Abgrund vor uns auftuchen könnte, das glaube ich. Man darf nicht so, man muss positiv denken. Wir machen die klassische amerikanische Schule des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Positiv denken, dann kann einem nichts passieren. Wir betreten den Schrein, alles wird gut werden. Wenn alles nicht gut werden wird, dann werden wir es gar nicht mehr erleben. Das wird so schnell vorübergehen. Wir stoßen auf eine kleine leere Kammer. Ein Schrein kann wertvolle Schätze enthalten, aber auch Gefahren bergen. Der Diebstahl der Schätze löst angeblich schwere Katastrophen aus, verärgert die Einheimischen, wird behauptet. Fake News. Allerorten Fake News. Also Torrel, das einem Angst machen will, das stimmt. Glaubt den Entwicklern kein Wort, liebe Leute. Vor uns liegt ein langer Korridor, der zu einem Altarraum führt. Meine Augen huschen nervös hin und her, auf der Suche nach Fallen. Wir könnten Würfel ausgeben, Minigame im Game, um nach Geheimverstecken zu suchen. Woran hängt das zusammen, welche Würfel wir haben jetzt, Johannes? Das hängt an den Figuren. Wenn du mal Tab drückst, dann kannst du deine Gruppe inspizieren. Und dann siehst du, dass jede Figur... musst du mit links anklicken. Genau, dann siehst du, dass jede Figur sozusagen mit einem Würfel kommt, mit 6 Seiten. Und jede dieser Seite hat einen unterschiedlichen, oder kann eine unterschiedliche Farbe haben. Genau, manche Figuren haben sogar mehrere Würfel.
Und es gibt drei Farben, blau, grün, rot. Das steht grob für blau, sowas wie Intelligenz, grün für Agilität, rot für Körperkraft. Und so kann man dann, wenn man eine Figur auswählt und die in die Gruppe reinnimmt, kann man gucken auch, was bringt die Figur für Farben mit und kann so seine Gruppe zusammenstellen und dann eher zum Beispiel bei solchen Würfel-Minigames, die bei diesen bei dem Tempel jetzt hier kommen, die gibt es sehr viele im Spiel und die sind unterschiedlicher Natur. Also jetzt zum Beispiel hier nach Verstecken suchen ist jetzt gerade Geschicklichkeit gefragt. Wenn du versuchst, andere Personen zu was zu überreden, dann brauchst du eher die Blauen für den Verstand. Wenn du irgendwie Kraft ausüben möchtest, brauchst du mehr Rot. Daher kommen diese Würfel, das ist so diese... Und die werden auch nochmal im Kampf verwendet für was anderes. Dafür sind dann diese Symbole auch noch drauf. Ist ein bisschen kompliziert, aber ja, das ist so gewachsen. Aus dem ersten Teil hatten wir das auch schon so. Da war es ein bisschen anders noch, aber ist für uns jetzt gerade eine Weiterführung gewesen. Und vor allem diese, was du jetzt gerade siehst, eben diese Würfelabfrage in Ereignisbildern, die wir haben, die hatten wir im ersten Teil nur ganz wenig und die kommen jetzt deutlich häufiger vor. Wir würfeln. Wir trauen uns. Wir setzen auf unser Glück. Und du kannst auch zum Beispiel, bevor du drückst, du kannst auch nochmal an eine Fackel einsetzen, wenn du jetzt schon wirklich dich an das ranwagst. Oben. Drück mal. Genau, die kannst du jetzt. Dann jetzt nimmst du dir einen Würfel dazu und der wird auf jeden Fall eine grüne Seite fallen. Das heißt, sehr schön. Jetzt würfeln wir einmal. Das sind die Dinge in unserer Ausrüstung, die uns helfen würden. Wir könnten die Fackel opfern oder einmal einen Whisky. Wir lassen die Würfel rollen. Gucken, was passiert. Und ja, bessere Beute winkt uns. Das Glück gehört jetzt dem Tüchtigen. Und wenn sich jemand einbildet, er sei tüchtig, dann sind wir das doch. Unter einigen Trümmern entdecken wir eine versteckte Falltür im Boden. Wir öffnen sie, erspähen eine zweite düstere Kammer unter uns, steigen hinab. Wir steigen hinab und landen sanft auf unseren Füßen in dem versteckten Raum, der darunter liegt. Und die Kammer unter dem Eingangsbereich, teilweise von Moos überwachsen, feucht. Wir spüren Erde unter unseren Füßen, hören das stetige Tropfen, 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 Tropfen einer Wasserquelle. In einer Ecke wachsen verschiedene merkwürdige Pilze, die wir natürlich mitnehmen. Aber denken, wir haben das Glück des Tüchtigen. Wir haben es eben ausprobiert. Es kann nichts passieren. Wir sammeln alle Pilze ein. Außerdem hieß es ja eben, wenn man hier was rauben würde, gäbe es ein Unglück. Wir glauben sowas nicht. Fake News. Wir sammeln die Pilze ein, nehmen alles mit, was es gibt. Euphoriepilze, die habe ich, glaube ich, vorher schon genascht. Und Adleraugenpilze. Die kann ich immer brauchen. Vielleicht helfen sie mir, dass ich demnächst keine Brille mehr tragen muss. Der Verzehr gewährt uns außergewöhnliche Sehkraft bzw. mehr Loyalität. Die Charaktere bei uns in der Expedition, die haben nämlich Loyalitätswerte, die je nachdem, wie wir in den Abenteuern zusammenwachsen oder nicht, wachsen und sinken können. Es kann im Extremfall dazu führen, dass jemand stiften geht beispielsweise. Richtig. Alles mit, was wir haben. Wir pflücken einige der farbenfroheren Pilze, deren sonderbare Eigenschaften mir bekannt waren. Ja, die kenne ich doch von damals vom Studium, als wir damals zusammengesessen haben in den sogenannten Arbeitsgruppen, wo wir alkoholische Getränke destilliert und konsumiert haben und an einem oder anderen Piss gefuttert und an einer oder anderen Kröte geleckt haben. Wir finden keine weiteren mehr, betreten den Altarraum erneut, kehren zurück in den Eingangsbereich, treten die gut erhaltene Zeremonienstätte. Könnt ihr gerne machen. Ich sehe gerade im Chat, wie euch gegenseitig Kröten reicht. Das ist sehr schön. Ihr könnt gerne gegenseitig mal an euren Kröten lecken oder an den anderen Haustieren. Macht das gerne. Kommt gut an, führt dazu, dass der Zusammenhalt im Chat steigt und die allgemeine Loyalität zueinander. Macht das gerne. Wir untersuchen erneut den Altar. Piktogramme auf ihm warnen davor, dass sich unter dem Schrein ein riesiger Abgrund auftun würde, wenn die Schätze gestört werden würden. Fake News, nie und immer. Leute, wir sind Eroberer. Leute, im Ernst, wir kommen aus Europa. Wir sind, die ganze Welt ist uns untertan in unserem Glauben an unser einziges, an unser Glück. Leute, wir müssen, das stimmt nicht. Was sollen wir hören auf irgendwelche Geschichten, die Leute sich vor Ort hier erzählen? Wir kommen aus Europa, wir wissen alles besser. Und guck mal hier, Leute.
weiße Haut, die schützt uns vor allem, was uns hier an Gefahren begegnen könnte. Wir untersuchen den Altar. Beute ohne Ende, sehr schön, das nehmen wir alles mit, Johannes. Trägst du den silbernen Kelch, Johannes, dann trage ich die goldenen Figuren. Ich fasse davon nichts an. Ach, du bist ja der personifizierte Mut, das ist ja unfassbar. Ich erinnere dich auch gleich nochmal an deine Positivität, wenn du auf dem Main-Bildschirm landest, nachdem du das alles lootest. Ich loote das alles, das nehme ich alles mit, die goldenen Figuren, den silbernen Kelch. Meinst du wirklich, es könnte zu einem Problem führen? Das sagst ich du dann? Ich habe da so eine Ahnung. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, in der geraden Linie jetzt gleich von dem Schrein wegzulaufen. Das sagst du doch nur als Mutprobe für mich. Du willst mich, du willst meinen Mut unter die Probe. Oh ja, stellen. Genau. Ich will, dass du zickzack läufst. Mhm. Komm, ja, wir haben auch einen sehr schönen Hauptbildschirm. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit, was es gibt. Es ist da und gibt auch nichts Schöneres, als ein Spiel live zu spielen und vom Entwickler zu hören. Tu's nicht, WB. Das ist der höchste aller Thrills, die ich erleben kann. Wir nehmen alles mit, Leute. Alles. Die Leute schreien jetzt. Oh Gott, hätte mich Johannes bloß gewarnt. Die Welt wankt. Rauch. Alles zittert. Auch unter meinen Füßen hier. Selbst der Bildschirm wackelt. Hätte mich bloß jemand gewarnt. Wir greifen uns den Schatz vor allen heraus. Der Erdboden verschwindet. Wir rennen um unser Leben. Der gewaltige Abgrund. Wir müssen ihm entrinnen, der uns zu verschlingen droht. Wäre ich bloß gewarnt worden. Wir verlassen den Tempel. Oh Gott, was habe ich gemacht? Hätte mir bloß jemand gesagt, Vorsicht, WB, niemand war da. Was ist denn das für eine Welt, in der Hybris plötzlich negative Folgen hat? Grauenhaft. In dieser Welt will ich nicht leben. Furchtbar. Jetzt müssen wir laufen und so weit weg, wie es irgendwo geht, am besten auf diesen Wespenschwarm drauf. Denn der Wespenschwarm fliegt ja sicher auch weg, wenn der Qualm und der Rauch kommt. Ja, ich denke schon, ne? Wir rennen einmal quer durch den... Sind wir immer noch in Teer? Haben wir immer noch Teer um uns drumherum? Der Teer schützt uns sicher vor den Wespen und vor dem Pech, das uns ereignen könnte. Oder wir... Wir laufen weg. Hier unten ist die nächste Beute. Wir laufen quer durch den Teer hier unten durch. Ja, toll. Noch mehr Teer. Zurücklaufen geht nicht. Das wäre peinlich. Wir glauben an unser Glück. Ich versuche hier... Wie war das nochmal mit links? Ich laufe hier drumherum. Hier lang. Um den Teer rum. Erstmal bis hierhin. Bis hierhin und da gucken wir, was passiert. Komm, einmal Doppelklick. Toi, toi, toi. An den Wespen vorbei. Kämpfe lieber vermeiden. Mit jedem Tag, den du in der Reichweite umherwandernder Feindeszonen verbringst, kann dein Track entdeckt werden. Was du entdeckt, versuchen Gegner dich zu verfolgen, bis Überraschungsangriffe ausführen können. Bestimmte Gegenstände oder Fähigkeiten, zum Beispiel einen Entwickler an deinem Trupp zu haben, der dich warnt und der gute Cheatcodes nennt. Solche Fähigkeiten können die Wahrscheinlichkeit verringern, entdeckt zu werden. Oder können Feinde von dir weglocken und zum Überraschen Spieler verführen. Cheats gibt's dann beim nächsten Stream. Gott, ich ahne Schlimmes. Ja, also bislang ging noch alles gut. Wir leben noch und wir haben noch 35 Gesundheit. Das sind die Feinde. Es ist ein Pteranodon. Das ist ein hässliches Wort. Dahinter verbirgt sich vermutlich eine hässliche Bestie. Also, ich habe die Alternative. Hinter mir ein riesiger Abgrund, der sich auftut. Auf meiner einen Seite das Meer, auf der anderen Seite ein Wespenschwarm, vor mir ein Pteranodon und dann noch ein Insulan in seiner Hütte. Der Aber passt doch gut. Ich meine, du bist bedeckt mit Teer, hast du auch noch vergessen? Ja. Und vielleicht hat er ja sogar schon Federn, dieser Dinosaurier. Dann benutzt du Teer mit Federn und so, dann... Ja, das, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein ernst gemeinter Hinweis war. Ich befürchte irgendwie nicht, aber es klingt einladend. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gegner, dieser Pterodon. Falls du in den Rhein rennen solltest, der ist wirklich bildhübsch. Ja, ich frage mal in den Chat rein. Was sollt ihr? Was soll man machen? Laufen wir weg, schreien wir um Hilfe, rennen wir rüber auch zu einem Insulaner und versuchen, sich in seiner kleinen Hütte zu verstecken vor dem Abgrund, der uns alle wegreißt. Rennen wir auf die geflügelte, gefiederte Dinosaurierbestie zu. Was empfehlt ihr mir? An dieser Stelle nochmal für den Chat eine Erinnerung. Die Klasse, die wir am Anfang gewählt haben, ist Großwildjäger. Was meint ihr? Was soll man machen? Pteranodon ist ein Flugsaurier, könnte interessant werden. Ruhe zum Insulaner. Nein, der Dino wird gezähmt. Krieg, der Insulaner. Was wünscht ihr euch, Leute? Was wünscht ihr euch? Jagen, jagen. Kämpfen. Ja, das hat man, wenn man einmal mit irgendeinem Strategiespiel gespielt hat. Schon denken die Leute, wir seien alle unsterblich. Auf zum Saurier. Also gut, ihr wünscht Bossgegner.
Johannes, die Leute schicken uns in den Kampf mit einem Tinerad-Dingsbums dann. Wir schaffen das. Komm, wir rennen einmal drauf. Was ist das Gelbe hier? Ein seichter Schwefelsee. Da gehe ich mal aus dem hier hin. Ja, wenn du durch den Schwefel gehst, erinnerst dich, dann nimmst du Schaden. Insofern vermeide das vielleicht. Wir reisen hier. Ja, wir sind gut aufgestellt. Du hast hier so ein Verarztungskit. Ja, gut. Und wir haben unser Glück, das uns bislang noch nie im Stich gelassen hat. Wir haben einen Tempel drin, es ist nichts wirklich Dramatisches passiert. Und deine Mitglieder sind auch gut ausgerüstet. Also du bist ja selber eine Kämpferin und dann hast du hier die zweite von oben ist diese Kampfschwester, eine Kampfkrankenschwester und wir der schaffen Hund, das. Und das wird gut. Wir greifen das. Wir greifen an. Attacke, rauf auf den Pteradonon und Fremdwörter lernen. Wir zähmen ihn. Kampf. Ich habe nur so zusammengezuckt. Es hatte keinen Anlass. War ihm vielleicht am zusammen, als ich diese Bestie gesehen habe. So sieht also eine Ptena Dingsbums aus. Eine furchtbare Kreatur, die zu unseren Köpfen in der Luft hängt und zart hin und her flattert, über 80 Trefferpunkte verfügt und über ein ganz böses Grinsen. Echt fies. Richtig fies. Ja, die sehen fies aus, ne? Ja. Also fliehen kommt gar nicht in die Tüte. Gar nicht. Ich würde niemals fliehen. Zumindest niemals öffentlich. Dann haben wir und wir können wieder würfeln einsetzen. Also das sind die Trefferpunkte bei uns. Wir würfeln, ne, Johannes? Es wird einmal gewürfelt. Ohne Würfelglück schaffen wir es nicht. Kampfgeist. Wenn du einen Zug im Kampf beendest, erhältst du geistige Gesundheit im Wert des aktuellen Kampfgeistes. Der Kampfgeist wird in jedem Zug um einen Punkt verringert, bis er schließlich negativ wird. Dann verlierst du an geistiger Gesundheit und musst Johannes auf Knien bettelnd um einen Cheatcode anflehen. Wenn Kampfgeist deine geistige Gesundheit auf Null absenkt, fließt er automatisch aus dem Kampf. Der Twitch-Stream ist peinlich beendet und alle lachen dich über dich. Das steht hier. Wähle einen Würfel und wähle ihn weise. Also jetzt mal gucken. Er hat... Ach, das will ich gar nicht lesen. Das ist so fies. Todessturzflug. Er ist verwundbar. Nee, er macht verwundbar. Das sind die Aktionen, die er macht. Das will ich gar nicht wissen. Das war mir nur Angst. Das will ich nicht wissen. Die Würfel, die aber wir was hätten... was du willst, ist, dass dieser grüne Knopf mit der 1 nebendran, da darfst du nochmal würfeln. Und wenn du den wählst, dann nimmt er automatisch die Würfel, die jetzt gerade auf eine leere Würfelseite gefallen sind. Weil deine Figuren, die sind ja noch niedrigstufig. Das heißt, ihre Würfel, die haben auch leere Würfelseiten. Aber mit jeder Stufe, die aufsteigen, kriegen die halt eben neue Würfelseiten dazu. Man kann sich auch welche aussuchen, also diese dazukriegen, kommen aus ihrer Klasse. Aber man kann sich auch manchmal, wenn man auf Expedition ist und dann findet man besondere Sachen, kann man sich auch ganz dediziert Würfelseiten aussuchen, kriegt man die dazu. Sprich, diese drei Leeren, die du da jetzt hast, die musst du eigentlich nicht behalten, sondern wenn du mal guckst, kannst du probieren und nochmal neu würfeln. Man könnte auch sagen, ich kenne mich jetzt schon sehr gut aus, ich sehe jetzt hier, sind jetzt von meinem Würfel von dem Hund zum Beispiel, ist jetzt diese Schnauze gekommen, hättest aber lieber diesen Biss, dann kannst du halt riskieren, diesen Würfel jetzt nochmal neu zu würfeln, um dann eher den Biss zu kriegen. Wenn ich jetzt auf neu würfeln klicke, einmal kann ich das machen pro Kampfrunde, nicht zweimal, dann werden die Weißen, die Hellen genommen, alle bleiben übrig und dann kann ich noch die Aktionen durchführen. In aller Ruhe. Ja, du kannst die Aktionen auch schon vorher durchführen. In beliebiger Reihenfolge. Mhm. Aber wenn ich alle Würfel kenne, dann habe ich mehr, also wenn ich jetzt einmal neu würfle und dann eventuell mehr habe, was ich kombinieren kann, dann habe ich eventuell auch coolere Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, genau. Wenn würfeln, dann eher jetzt als später. Genau, ich finde es auch immer ganz praktisch. Also natürlich entwickelt da jeder seine eigene Strategie im Laufe des Spiels, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man so die Sachen vor sich liegen hat, was man dann machen kann. Das sind die Waren. Ein Weißer bleibt übrig, den können wir nicht nochmal würfeln. Jetzt haben wir 5 andere, jetzt wollen wir mal überlegen. Also wir können die einzeln einsetzen oder kombinieren. Das hier, der Arterienschlitzer, Schaden 3, Blutung 7. Guck mal, und hier ist auch nochmal eine Besonderheit im Kampf vom zweiten Teil. Wenn man jetzt so eine Fähigkeit auswählt, also beim Arterienschlitzer war das jetzt gerade zum Beispiel, man kann jetzt einfach diese, das sind im Endeffekt wie, man könnte jetzt sagen, ist so ein bisschen auch, geht es in die Richtung von einem Deckbuilding-Game. Ne? Mhm. Also der Kampf, wobei man sozusagen einen Würfel hat und an jede Seite vom Würfel ist eine Karte von so einem Deckbuilding-Game rangeklebt. Mhm. Und man würfelt die dann und dann muss man die halt spielen, die kommen. Mhm. Man kann die aber auch sozusagen verfeuern, wenn man die nicht benutzen möchte, weil wenn du den Arterienschlitzer auswählst, dann siehst du, dass da
ein Boost oder eine Verstärkung verfügbar ist. Da kann man dann nochmal einen Würfel reinslotten. Der muss dann rot sein. Und dann wird der verstärkt, dieser Würfel. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, ich opfere jetzt, was ich, den Biss vom Hund, weil der mir jetzt gerade nicht so viel bringt, und mach dafür den Arterienschlitzer stärker. Mhm. Ja, und so kann man dann auch so Synergien in seinem Team erzeugen, indem man halt eben sagt, okay, ich gehe jetzt viel auf Rot, und wenn dann mein roter Würfel auch Verstärkungen hat und je höher stufig die dann sind, dann kann man manchmal auch zwei oder drei Würfel zum Verstärken reinmachen und dann werden die Effekte extra krass. Kann man so, wenn man sich auf eine Farbe konzentriert oder das so ein bisschen strategisch verteilt, kann man sich dann auch so seine Kampfstrategie zusammenbauen. Im Chat gibt es bei meinem oder anderen Twitch-Problem, anscheinend ein Twitch-Problem zu sein und keines bei uns. Hier würde ich mich gerne von dir coachen lassen, da können die Leute mehr lernen, als wenn ich um mich herumstümpere. Wir setzen darauf, dass du ein überlegener Kämpfer gegen Dinosaurier bist in deiner Freizeit auf dem Balkon oder der Dachterrasse. Die ganze Zeit habt ihr, glaube ich, mit Flugsauriern auch Probematches durchgeführt. Was würdest du uns raten? Ja, ich würde, guck mal ganz kurz auf den Fuß da, auf diesen roten Fuß unten links. Was der macht. Eine Ohrfeige. Der ist, genau, guck mal, der macht verwundbar. Der macht Schaden und macht den Gegner verwundbar. Das heißt, den möchtest du zuerst einsetzen. Jetzt klickst du den mal an. Ja. Und dann wählst du den Feind aus, auf den der gehen soll. Und dann wird der schon mal mit 5 Schaden belegt. Und ist verwundbar. Sprich, jeder Schaden, den er jetzt bekommt, ist 15% verstärkt. Sehr schön. Und jetzt nimmst du den Arterienschlitzer. Wird gemacht. Und wählst dann diesen Biss von dem Hund aus. Und dann wird er da automatisch rüberfliegen. Und es geht gerade nicht. Nee, den Biss, nicht die Nase. Achso, entschuldige. Und zack, jetzt sieht man das leider nicht so gut, weil ich sitze ein bisschen davor mit meinem Bild. Aber jetzt hat er stärkere Werte. Und jetzt kannst du nochmal den Feind auswählen. Und dann müsste er jetzt relativ starken Schaden bekommen. Und, Schaden nicht so sehr, aber er blutet jetzt sehr stark. Und das ist gut. Jetzt, du hast ja auch schon ein Schild mit 5. Ja, und die beiden anderen kannst du auch nochmal ausführen. Das ist hier ein ganz netter, der Gegenangriff, der grüne vom Hund. Das heißt, wenn der Gegner angreift, wird der Hund dann zurückbeißen, wie im echten Leben. Da musst du gar nicht mal den Gegner auswählen, sondern einfach auf Bestätigen. Da in der Mitte ungefähr, genau. Jetzt ist, und die Säuberung beliebiger Charaktere setzt voraus, dass einer von uns oder eine von uns bereits eine Schwäche hat, ist im Augenblick noch gar nicht der Fall, ne? Hilft das für den Gegenangriff? Kann man den vorher schon nehmen? Ich glaube nicht, ne? Das ist jetzt einfach was, das brauchst du jetzt nicht einzusetzen. Jetzt kannst du die Runde beenden und dann ist der Gegner dran und nächste Runde haben wir wieder Neues. Kostet uns 2 geistige Gesundheit. Einmal durchführen. Abgeblockt, ja! Feind blutet, Hund beißt zurück. 16 Punkte nur beim Feind, das schaffen wir locker. Ich habe keine Sekunde dran gezweifelt. Schade. Boah, der war ja krass. Das notiere ich mir doch mal. Ach komm, du bist du etwa der Meinung, das wäre irgendwie zu doll gewesen und künftige Leute sollten es ganz nicht so leicht haben wie ich? Ich bin schockiert. Nee, ich bin der Meinung, dass das ganz schön krass ist. 45 Schaden für einen Gegner im ersten Level. So, jetzt machen wir mal die nächsten Geschichte. Würfeln machen wir nicht. Achso, wir würfeln nochmal. Wir würfeln, das ist die zweite Runde. Genau, das ist die Option. Hast du jetzt die Option wegzulaufen in diesem Moment? Niemals. Aber ich dir eher abraten, weil vor einem fliegenden Gegner wegzulaufen ist auch nicht so schlau. Wir heilen jetzt, denn den könnten wir nach dem Kampf nicht mehr benutzen. Und wir schaffen das ja. Wir heilen einmal hier, flicken einmal zusammen, wählen den Verbündeten hier. Oh, Anahit Hagopian. Sie bekommt etwas dazu. Jetzt können wir noch einmal würfeln. Wir würfeln einmal diese beiden neu. Bestätigen das. Wir bekommen eine coole Karte und eine Egal-Karte. Und das ist nochmal 16 Schaden müssen wir fix und mach mal vorher diesen den grünen Fuß da. Genau, da kriegst du nämlich auch wieder... Oder den? Ich wollte den blauen, dass wir den Feind verwundbarer machen, durch Demoralisieren. Ja, ist beides. Man kann so beides auf jeden Fall erstmal einsetzen. Ich demoralisiere ihn mal einen Moment. Aber ich glaube, der überlebt sowieso die nächste Runde nicht, weil der ja immer noch den Blutungsschaden hat. Dann wählen wir als nächstes Horido. Schaden beim Feind.
Und? Der kann jetzt auch verstärkt werden. Da könntest du jetzt auch nochmal die Schnauze vom Hund reinpacken, ja, in den Würfel, weil der hat ja die gleiche Farbe. Sehr cool. Und dann. Der wird ja verwundbarer, ne? Schaden. Mhm. Oh, das tat weh. Jetzt wären wir noch einmal. Fass! Oh, das hat weh. 3 bleiben übrig und der verliert dir durch die Blutung jetzt von alleine. Beende den Zug. Einmal darf er noch angreifen. Oh, die Blutung lief nur eine Runde anscheinend, ne? Wirklich? Hat noch 3 Trefferpunkte übrig. Einmal würfeln. Dann wählen wir die Leeren nochmal. Dann hat 6 übrig. Da müssen wir einmal 3 wegmachen, das geht ganz schnell. Ja, guck mal, jetzt kannst du ihn abstechen. Das ist ganz grausam hier. Wir können den sogar noch einmal verstärken, aber das geht locker auch so. Das sind genau die 3 hier und... Aua. Ja, nimm das! Ich habe keine Sekunde dran gezweifelt. Ich durchsuche die Toten, den Toten nach Wertgegenständen und sammle die Beute ein. Rohes Fleisch. Wer hat nicht gerne schon mal rohes Ptenodingsbumsfleisch gegessen? Pterodon Steak. Ja, es schmeckt hervorragend mit grünen Bohnen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Gibt es bei euch, glaube ich, auch in der Betriebskantine bei Maschinenmensch gelegentlich, ne? Ja, das ist in Berlin auch. Die machen jetzt überall auf. Ja, ist eine ganze Kette. Das ist die Maschinenmensch-Kette, glaube ich. Euer Zweitverdienst, den ihr nebenbei noch habt, neben dem... stimmt das denn? Also ich weiß nicht, ob das... Ich habe das gerüchteweise gehört, dass das Entwickeln von Spielen für euch nur die Einleitung gewesen sei. Der erste Schritt, der Prolog dafür, dass ihr eigentlich dieser Fast-Food-Kette für Dinosaurierfleisch in Berlin eröffnen wollt. Zur Bewerbung. Du bist in einer ganz großen Sache auf der Spur, auf jeden Fall. Ja. Sag mal jetzt, diese verschiedenen Ebenen, die ihr im Spiel drin habt. Also einerseits diese mystischen Sachen mit den Tempeln und den Indiana Jones-Geschichten und den Jules Verne-Touch. Das vermischt sich ja andererseits damit, dass ihr auch immer wieder so Kritik drin habt an der Kolonialzeit oder an der Tatsache, dass damals die Leute aus der ersten Welt, aus Europa rumgezogen sind durch Afrika, durch Amerika, durch Asien und Kunstgegenschätze eingesammelt haben und die als ihr eigen rübergebracht haben in die Museen ihrer Heimatländer oder dass sie auch von oben herabgeguckt haben auf die Ureinwohner, auf die sogenannten Eingeborenen vor Ort und sich gedacht haben, wir sind was Besseres, wir bringen denen die wahre Kultur, wir können auch über die Bestimmer bestimmen. Wir sind die Bestimmer. Wir gehen hin und diktieren unsere eigenen Regeln. Damals ist, glaube ich, den Menschen irgendwie nicht so richtig als Möglichkeit vor Augen gehalten worden, dass man ziemlich viel Glück hat, dass nicht das Umgekehrte passiert, dass irgendwann Leute aus Afrika zum Beispiel als Entdecker zu einem selber kommen und sagen, hey, kein Schwein hat euch gekannt, aber jetzt, wir entdecken euch. Und wir laufen hier rum und gib mal das bitte, bitte die Blumenvase her, die da vorne in der Ecke steht. Die ist jetzt unser, die stellen wir zu Hause aus. Habt ihr euch, wie setzt man sowas um? So ein Stück Kolonial- und Geschichtskritik oder so einen anderen Blickwinkel auf die Kolonialzeit, ohne dass man immer mit diesem herkommt, mit dem hässlich erhobenen Zeigefinger? Ja, das ist nicht einfach. Also ich glaube, in erster Linie erheben wir den Zeigefinger nicht in dem Spiel, weil ich glaube, dann würden wir nicht diejenigen erreichen, bei denen vielleicht nochmal so ein Impuls gesetzt werden kann, wo man mal so ein bisschen drüber nachdenkt auf einmal, was mache ich hier eigentlich, was für eine Fantasie ist denn das, die ich jetzt hier gerade interessant finde bei dem Spiel und wahrscheinlich wäre es auch kommerziell nicht erfolgreich, ne? Weil wer will schon ein Spiel spielen, was einem die ganze Zeit sagt, du bist böse, du bist schlecht und das ist nicht gut so. Ja, es ist einfach, wir hatten damals, wir haben jetzt nicht vorgehabt, ein kolonialkritisches Spiel zu machen. Wir waren schon auch, also als Riad und ich angefangen haben, große Fans einfach von dieser Fantasie. Ne? Dieses Abenteuer, dieses Entdecken, Indiana Jones, ja. Aber wenn man sich mal Indiana Jones kritisch anguckt, ist es eigentlich super rassistisch, was da passiert. Ich liebe Indiana Jones, versteht mich nicht falsch. Aber dass jetzt der starke weiße Mann mit Hut in dieses indische Dorf kommen muss und dann denen ihre Kinder retten aus der bösen Miene vom Kalifen, das kriegen die nicht selber hin, ne? Oder
wie auch die indigenen Völker dort dargestellt werden, auch im ersten Teil und so, ist nicht so ganz cool. Ist aber damals war das sozusagen noch nicht so problematisch. Heutzutage ist man da zum Glück ein bisschen kritischer dahinter. Also, wie machen wir das? Wie gesagt, wir erheben nicht den Zeigefinger, sondern im Endeffekt, was wir ja hier haben, ist eine, wir versuchen eigentlich eine sehr starke Simulation zu machen. Wir versuchen alles irgendwie über, darzustellen über einen Effekt. Also ich mache was und es hat einen Effekt auf die Spielwelt und im besten Falle wirft das die Spielwelt auch wieder auf mich zurück und sagt mir nicht, ich bin böse, sondern die zeigt mir einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rumlaufe und die ganze Zeit die Tempel leer räume, die einheimischen Tiere töte, die Wälder niederbrenne, die Berge zum mit Dynamit sprenge, ja, ist natürlich alles überspitzt dargestellt, weil es ja auch ein Spiel ist, dann sinkt immer weiter dieser Ruf, den ich bei den einheimischen Völkern habe. Das siehst du jetzt noch nicht angezeigt, weil du noch keinen Kontakt hattest mit den Einheimischen. Die bewegen sich schon ganz aufgeregt da hin und her, dieses Bildchen. Die würden dich jetzt wahrscheinlich erreichen wollen, schaffen es nicht. Und je weiter der sinkt, wenn ich bei denen im Dorf bin, am Anfang sind die super nett und sagen so, hey, hallo, und was macht ihr so? Und die lassen dich bei ihnen übernachten und die beschenken dich teilweise auch und freuen sich, dass du da bist. Aber je weiter dein Ruf sinkt, desto mehr kriegst du mit als Spielerin, dass die eigentlich gar nicht mehr so fröhlich sind, dass du da bist. Und bis hin zu, dann fangen sie an, halt eben Geld von dir zu nehmen, wenn du bei ihnen übernachten möchtest, bis hin zu, dass die Dörfer umschalten. Du kannst die Dörfer nicht mehr betreten und die werden so zu Spawnpunkten oder halt zu Maschinen, die im Endeffekt nur noch diese Insulaner-Gruppen ausspucken, die mit Speeren bewaffnet unterwegs sind, um dich zu vertreiben, weil die einfach merken, okay, das ist ein, da invadiert jemand unser Land und kaputt, wir müssen den jetzt auf Teufel komm raus vertreiben. Ja, das ist im Endeffekt, versuchen wir es so zu machen, dass man dann als Spielerin selber irgendwann drüber nachdenkt, so, okay, vorhin waren die alle irgendwie happy, dass ich da war, jetzt finden die es nicht mehr so cool, was ist denn da los? Natürlich sind wir nicht in der Lage, das in einem Rahmen darzustellen, der angebracht wäre, damit sich Leute mit dem Thema ausgiebig auseinandersetzen. Aber die Hoffnung ist natürlich schon die, dass vielleicht der eine oder die andere da erreicht wird und das Interesse geweckt wird und dann man sich da vielleicht reinliest in Kolonialverbrechen, was das bedeutet für Länder, dass die kolonisiert wurden. Oder es geht ja auch nicht um Kolonisierung im Spiel, ne? Also im Gegensatz zu dem Spiel, was du vorher und jetzt gleich danach spielst, geht es ja eher um Entdeckungsreisen. Die Kolonialzeit war ja vorher. Aber natürlich ist das Thema da schon sehr stark präsent. Insofern, wir versuchen so ein bisschen den Anreiz zu geben, das sich mal anzugucken oder sich dem Thema zu nähern, sag ich mal. Richtig behandeln auf einer Ebene, die angebracht wäre, das versuchen wir auch nicht in diesem Spiel. Wir versuchen es mit Respekt zu machen und wir versuchen auch im zweiten Teil auch haben wir auch Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten Spielerinnen und Spielern gegeben, das Spiel zum Beispiel auch so zu spielen, dass man nicht die Schätze klaut, sondern dass man auch verschiedene andere Strategien macht. Es ist trotzdem immer da. Ne? Also wir wollten es auch im Spiel drin haben. Ne? Wir wollten es jetzt auch nicht so rauslassen und okay, wir versuchen jetzt jeglichen Aspekt von Kolonialismus in unserem Spiel auszublenden, damit es halt nur so ein Entertainment wird, ne? So dieses Credo, ah, unser Spiel ist nicht politisch, wo wir denken, das ist unmöglich, man kann keine unpolitischen Spiele machen, selbst wenn man es versucht, macht man damit auch ein politisches Statement, finde ich. Aber wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass es trotzdem in einem gewissen Rahmen bleibt und das Ziel von diesem Spiel ist, zu unterhalten in erster Linie. Wir sind bei einem Händler angekommen. Wir haben auch die goldene Pyramide entdeckt. Das heißt, diese Mission können wir gleich auch erfolgreich abschließen. Wir sind kurz vor dem Abschluss. Und die Frage ist, was nehmen wir bei dem Händler, den wir aufgedeckt haben, noch mit? Manche der Dinge, Johannes, kann man gar nicht mitnehmen. Sachen, die wir haben oder die wir jetzt bekommen. Rohes Fleisch habe ich eben abgeworfen, weil es unsere Expedition überladen war. Das kann man auch schlecht mitnehmen und in der nächsten Expedition wieder einsetzen. Gibt es hier noch Dinge? Wir können hier nur tauschen, hin und zurück tauschen.
Was würdest du eventuell uns noch eintauschen oder wieder abgeben wollen? Was die Sachen mit den grünen Pfeilen bedeuten, glaube ich, die sind hier besonders billig gerade, ne? Das sind Schnäppchen, ne? Ja, genau. Der grüne Pfeil nach unten ist besonders. Ich habe gerade ein bisschen auf den Chat gespiekt. Der Pfeil nach unten, guck mal, da ist auch die Kröte, von der du es vorhin hattest. Ja. Tatsächlich auch zum Anlecken. Ich glaube, manche Leute im Chat haben gedacht, ich würde Witzchen reißen, aber die Kröte ist im Spiel. Ja, natürlich, klar. Selbstverständlich. Ne? Können geleckt werden, um sie einem umwerfenden Erlebnis hinzugeben. Die lecke ich persönlich jedes Mal, bevor ich beginne zu streamen, weil ich dann gute Laune bekomme. Manche Leute denken, in dieser Tasse, die ich dann rauf hochhalte, wäre Kaffee drin enthalten. In Weite beuge ich mich deshalb so tief drüber, weil hier drinnen eine Kröte lebt, an der ich dann mal kurz lecken kann. Im Ernst, das ist auch nachhaltig. Also Kaffee ist ja... Ne, einer Kaffee in sich kippen und dann ist der Kaffee weg. Das ist nicht nachhaltig. Eine Kröte regelmäßig zu pflegen, die wird auch von mir gefüttert, mit Kaffee übrigens, und daran dann zwischendurch zu lecken, das ist eine nachhaltige Art und Art und Weise, als Stimulanz Twitch-Streame zu machen. Ja, finde ich auch. Ich habe mich gerade... Ich fange langsam an, mir das selber zu glauben. Also die Kröte brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt sind wir überladen und was anderes muss weg. Rot bedeutet, nee, der gibt uns doch sicher. Rot heißt, wir bekommen hier einen schlechten Preis vor Ort, aber zu Hause. Nee, das ist besonders teuer. Das ist besonders wertvoll jetzt gerade hier. Aber zu Hause bekäme man wahrscheinlich auch viel dafür, ne? Aber vielleicht kann man ganz viele Kröten für den bekommen. Ja, theoretisch brauchst du auch gar keine Kröte mehr, weil du stehst ja schon direkt neben der Pyramide, ne? Das ist nämlich das, was ich am Anfang auch gesagt hatte, als du erinnerst dich, als ich meinte, das ist das Budget von dem Explorer Club, für den du gerade die Expedition machst. Die wollen natürlich auch ihre Ausrüstung zurückhaben. Ach nein. Sprich, wenn du jetzt nach Hause kehrst, ist auch ein ganz großer Unterschied zum ersten Teil. Gibst du eigentlich alles wieder ab, was du da gesammelt hast. Also natürlich deine Schätze und so, das ist ja klar, diese Kulturschätze, die du gesammelt hast. Aber halt eben auch die Schokolade, die Pilze, alles außer Dinge, die du ausrüsten kannst, wovon du jetzt nichts gefunden hast. Also du könntest jetzt hier zum Beispiel nochmal die Gelegenheit nutzen, um Dinge zu kaufen, die du ausrüsten kannst. Das erkennst du an der weißen Hand, am unteren linken Bild. Wenn du die jetzt kaufst, die gehen dann nicht, die werden nicht eingesackt vom Club, wenn du da nach Hause kehrst, sondern die kannst du dann deinen Leuten in die Hand drücken, auch wieder eine Neuerung zum ersten Teil, um die damit auszurüsten, und dadurch kriegen sie dann in meisten Fällen auch wieder Würfel, glaube ich. Also zum Beispiel, wenn du über die Schrotflinte rüber gehst, wirst du das sehen, dass da in dieser kleinen Box, die Informationen dazu bringen, dass da die Würfel angezeigt sind, die du da durchbekommst. Macht es denn dann Sinn, Sachen abzugeben, die ich sonst ohnehin zurückgeben müsste? Ja, also du kriegst natürlich dann Punkte für, wenn du die Sachen abgibst. Das wird dir gut geschrieben und dadurch, dass du ja jetzt gerade in Direktor-Modus spielst, bist du ja auf so einer Punktejagd. Insofern ist es immer so eine Abwägung, natürlich, wie bei allem. Also ich hätte ja schon ganz gern die Schrotflinte unter Sturmlicht, die kann man dann behalten fürs nächste Mal. Die Kröten bekäme ich billig und die könnte ich auch mitnehmen fürs nächste Mal. Die Kröte hält sich ja, ne? Oder ist sie dann tot? Nee, die ist weg. Da würde ich dir empfehlen, bevor du aufs Schiff steigst, leckst du die nochmal. Dann ist auch die Heimreise angenehmer. Ja, unbedingt. Hilft auch gegen Seekrankheit, habe ich gelesen. Köstlich. Ganz, ganz lecker. Kann ich jedem empfehlen. Gibt es übrigens auch im WB-Merch-Shop diese Kröten. Link bitte die Chatmoderatoren, und auf YouTube gibt es das auch. Kurz den Link auf die Kröten im WB-Merch-Shop einblenden. Kauf bitte geht nur, Personal, das heißt, muss einiges kennt und vorgelegt werden. Ab 16 Jahre. Drunter nicht. Ihr wisst warum. Boah Gott, ich reg mich selber in einen rauschartigen Zustand herein. Die Kröten lassen wir leider hier. Du kannst dir gerne eine mitnehmen, Johannes, wenn du möchtest. Ich habe nur eine über. Super, gerne, danke. Gerne geschehen. Die Pilze, die werden wahrscheinlich auch schlecht. Sollen wir die hier lassen? Die werden auch nicht, die halten sich doch nie und nimmer. Die Schokolade hält sich. Schokolade hält sich ewig und 3 Tage. Es sei denn, ich habe sie mal privat und niemand guckt hin. Wir müssen noch was. Was könnten wir noch da lassen? Das ganze gute Zeugs hier, das brauchen wir ja eigentlich alles. Also du kriegst ja wieder Neues beim Anfang der nächsten Expedition. Kannst du dann sozusagen auf Mars dann wieder neue Ausrüstungsgegenstände nehmen, die du dann wirklich brauchst. Wenn du zum Beispiel jetzt die nächste Expedition nicht mehr in eine prähistorische Gegend, sondern in eine Wüstengegend machst, dann weißt du, ah ja, okay, dann nehme ich mir dieses Mal eher diesen Ausrüstungsgegenstand mit oder den. Ja, das war eine Designentscheidung, das so zu machen, die nicht bei allen unseren Spielerinnen und Spielern gut angekommen ist.
aber es hilft uns sehr stark, das Balancing vom Spiel zu verbessern. Und auch so, ich persönlich, wir fanden es auch nicht so spannend, dieses ganze Inventarmanagement von Gegenständen, die man dann schon seit 5 Expeditionen mit sich rumschleppt. Dann nochmal, wenn man wieder von der nächsten Expedition kommt und so, das dann alles so immer hin und her zu schieben. Deswegen haben wir uns zu diesem drastischen Schritt entschieden. Außerdem passt es auch gut zu den Clubs. Wir nähern uns der Pyramide. Gute Idee. Sie leuchtet mit einem goldenen Schimmer, teilweise schon verfallen, aber sie bietet immer noch einen majestätischen Anblick. Das sage ich uns jedes Mal, wenn ich meine Liebste sehe, die guckt mich an und sagt, Daniel, du bist teilweise schon verfallen, aber du bietest immer noch einen majestätischen Anblick. Sie weiß, wie man mir Komplimente zu machen weiß. Wir betreten die Pyramide. Jetzt habe ich etwas aus meinem Privatleben verraten. Ich hoffe, das vergesst ihr ganz schnell wieder. Die eine Pyramide sind leer, aber die eingravierten Warnsymbole an den Wänden würden Archäologen wohl jahrelang beschäftigen können. Ja, die Pyramide hat gerufen. Wir haben sie gefunden. Bekommen. Sehr gut. Sehr schön. Wir werden gefeiert, Johannes. Du und ich. Wir beide, wir stehen dort. Und ein paar Leute, die uns begleitet haben, stehen auf dem Wagen. Werden durch die Stadt gezogen. Werden gefeiert. Konfetti auf unseren Häuptern. Wir bekommen Expeditionsbelohnungen. Bekommen mal extra Belohnung, also Punkte dafür, dass wir nicht alles an Vorräten verballert und rausgehauen haben, was wir mitgenommen haben, und werden gefeiert. Wir können zur Belohnung sogar, das ist ja so eine Story, so eine längere Partie, die aus mehreren Teilmissionen besteht, sogar eine Fähigkeit uns aussuchen, die wir für den Rest behalten. Genau, das kennen wir aus dem ersten Teil, ne? Wenn man sozusagen nach Hause zurückkehrt, darf man dann eine Fähigkeit wählen, um so ein bisschen seinen bevorzugten Spielstil zu unterstützen. Wir können jetzt länger unterwegs sein, weil ich mich dafür entschieden habe, länger bei geistiger Gesundheit zu bleiben. Bei unserer Ankunft in Paris, Johannes, werden wir empfangen von Gabrielle Geneviève Popuchet, unserer treuen Assistentin. Sie informiert uns, dass die Forscherclubs bereits mit Spannung unsere Schilderung der Ereignisse unserer Expedition erwarten. Sie hoffen aber auch, dass wir in Kürze unsere nächste Expedition antreten werden. Da wir seit geraumer Zeit nicht mehr in der Stadt gewesen sind, fragt uns Gabrielle Geneviève, ob sie uns eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse geben soll, die sich während unserer Abwesenheit zugetragen haben. Und wir sagen, ja, sehr gerne, aber vielleicht erst bei einem nächsten Mal. Wir wollten eine Stunde lang euch dieses schöne Spiel zeigen. Auf YouTube findet ihr in der Textbeschreibung hier drunter einen Link, der führt euch auf die Homepage der Entwickler. Da könnt ihr euch mehr Infos finden zum Spiel. Da findet ihr auch von der Homepage aus Möglichkeiten, wo ihr das Spiel bei Interesse bekommen und kaufen konntet. Auf Twitch vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir spielen auf Twitch gleich ein anderes Spiel. Und an Johannes einen lieben Dank dafür, dass du so gut gelaunt hast. Hat mir echt großen Spaß gemacht, wenn ihr uns zusammen euer schönes Spiel gespielt habt. Und liebe Grüße von uns allen an deine Kollegen und Kolleginnen Entwickler. Ja, vielen Dank auch von mir, hat auch sehr viel Spaß gemacht.